Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte von Nirgendwo. Heute habe ich euch wieder mal ein Set aus der Architecture-Reihe mitgebracht, San Francisco. Und dies ist das Lieblingsset aus der Architecture-Reihe für mich, weil ich einen engen Bezug zu San Francisco als Stadt habe und der Bau hier auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also ja, das hier ist die Box. Hier die Rückseite. Und das Coole hier auf der Rückseite sind auch all diese Buildings mit Namen angeschrieben. Dann eben hier die Anleitung dazu. Hier hat es dann eben auch noch so Informationen über San Francisco und über diese Gebäude, die hier abgebildet sind. Da werde ich euch aber dann, wenn ich euch hier das Set zeige, noch ein bisschen was sagen, was ich so dazu weiß. Weil ich war mal 6 Wochen in San Francisco auf meinem Sprachaufenthalt und ja, wenn man so 6 Wochen in der Stadt wohnt, dann ja, erlebt man da recht viel, sieht recht viel und hat natürlich all diese Sachen hier auch dementsprechend besucht. Mehr als einmal. Und ja, das Ganze hier wird in 3 Bauabschnitten gebaut. Und auf knapp 120 Seiten Bauspaß baut ihr dann hier dieses Modell auf. Hier sind dann auch noch ein bisschen was über Lego Architecture gesagt. Und dann sind hier noch ein paar andere Modelle abgebildet. Ja, für mich war dieses Set eben ein Muss, weil ich halt einen engen Bezug habe zu Architecture, also zu San Francisco. Und bei mir ist es so eben, ich kaufe die Architecture Sets nur dann, wenn ich auch schon mal an diesem Ort war. Weil ich in einer Stadt so ein Modell habe und ich war nie da, dann sagt mir das halt einfach auch nichts. Weil, ja, aber hier zu San Francisco eben, da war ich lange da und deshalb finde ich, das ist sehr toll. Steht bei mir auch schön, wo man es gut sehen kann. So sieht das aus. So, dann von hinten. So, von oben. Und von unten sieht das auch entsprechend aus. Also hier haben wir die Painted Ladies. Viele von euch kennen vielleicht die Serie Full House, wo diese Olsen Twins, glaube ich, ihren ersten Fernsehauftritt hatten als Babys. Und der spielte hier in diesen Painted Ladies, in diesen Häusern. Da hat es auch einen schönen Park gleich davor, wo man dann schön sich hinsetzen kann und auch mal ein Picknick machen oder so. Finde ich toll da. Dann haben wir hier den Coit Tower. Da steht. Dann hier, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ist das Bank of America Building. Hier heißt es allerdings 555 California Street. Aber ich glaube, es ist das Bank of America Building. Und hier in diesem Wolkenkratzer gibt es auch zu oberst noch ein Restaurant, wo man dann einen guten Ausblick über die ganze Stadt hat. Dann haben wir die Transatlantic Pyramid. Das ist dieses Gebäude hier. Das eben halt sehr markante Formen hat, dass man das gleich erkennt. Eben hier sind auch noch so die Straßen abgebildet, hier sind 2 Autos. Weil San Francisco eben auf so Hügeln gebaut ist und da geht es immer hoch und runter. Da gehört auch die Lombard Street, das ist die bekannte Straße. Lombard Street, bin ich nicht mehr sicher. Nee, die heißt glaube ich anders, die so Kurven macht. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Dann ist hier der Salesforce Tower, das ist das höchste Gebäude, soweit ich weiß, in San Francisco. Und dann haben wir hier natürlich die Golden Gate Bridge, die sich hier rüber erstreckt. Da bin ich auch schon mal mit dem Fahrrad rüber, auch schon mit dem Schiff unten drunter und so weiter. Also das, ja, da habe ich schon auch zu Fuß rüber, von beiden Seiten natürlich mehrmals angeschaut.
Und diese Brücke ist einfach faszinierend. Ja, hier unten, das ist auch sehr gut gemacht. Hier ist auch noch so ein Fort, eine alte Festung. Und ja, und dann haben wir hier noch Alcatraz, das Gefängnis, das natürlich jetzt nicht mehr in Betrieb ist. Da war ich auch 2 oder 3 Mal und das ist auch sehr cool da. Eben kann man mit dem Schiff rüber und kann dann eine Besichtigung machen. Und ja, ist einfach cool, wenn man da so ein altes Gefängnis sieht. Und auch hier dieses Modell, das kommt da sehr gut dem, also es bildet das sehr gut nach. Und ja, Alcatraz eben, wenn man dann da auf dieser Gefängnisinsel ist und man dann zum Festland rüberblickt, in die Stadt San Francisco. Und man weiß, wenn man jetzt hier ins Wasser springen würde, man würde es nicht schaffen, rüber zu schwimmen, weil es einfach zu weit ist, zu kalt und zu feste Strömung. Und das muss dann schon sehr frustrierend sein, wenn man da auf dieser Insel halt dann gefangen ist. Und ja, eigentlich so nah von der Freiheit, aber trotzdem unerreichbar. Aber es gibt ja so Mythen, wo man sagt, dass, glaube ich, 2, 3 Menschen es geschafft haben, aus Alcatraz zu fliehen und darüber zu schwimmen. Ob sie es überlebt haben oder nicht, das weiß man nicht genau. Aber ja, der Mythos lebt auf jeden Fall. Ja. Und eben für mich ist das ein echt cooles Set. Sehr viele coole Sachen hier abgebildet, die ich auch kannte oder kenne von meinem Sprachaufenthalt in San Francisco. Der allerdings mittlerweile, glaube ich, schon etwa 14, 15 Jahre zurückliegt oder so, also schon eine Weile her. Aber für mich immer noch ein tolles Erlebnis ist und ja, oder war. Und ich auch gerne mich daran erinnere. Und mit diesem Modell hat man immer wieder so Erinnerungen, dass man da eine schöne Zeit hatte und wie schön diese Stadt San Francisco eigentlich ist. Für mich eine der schönsten Städte der Welt. Sicher die schönste Stadt in den USA, also das ziehe ich weiter in New York oder anderen Städten vor. Ich war natürlich noch nicht in allen Städten, auch nicht in allen Städten auf der Welt, aber für mich eine Top-Stadt, ist auch sehr kompakt, ist nicht so typisch amerikanisch, also nicht, dass man da so wie bei Los Angeles über Meilen hinweg immer noch in der Stadt ist, sondern die Stadt ist sehr kompakt, man hat diese Cable Cars, man kann da auch zu Fuß recht gut irgendwo hingehen und es ist einfach das Lebensgefühl dort ist einfach cool, Menschen sind offen und ja, also mir hat es da super gefallen. Ich kann die Stadt jedem empfehlen und ja, schreibt mir doch gerne unter die Bemerkung, wie ihr San Francisco findet, wie ihr dieses Lego Architecture Set findet. Wenn ihr da noch Fragen habt dazu, dürft ihr mir gerne auch diese stellen, auch gerne zu San Francisco, wenn ihr da aber ein paar Tipps braucht. Weiß zwar nicht, ob das immer noch alles so ist wie damals, aber vieles wird sich wahrscheinlich nicht groß geändert haben und von dem her dürft ihr mich gerne auch dazu fragen. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und gerne auch ein Abo da lassen und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit Lego Architecture und San Francisco.